Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schwarz 2. Wir fangen gar nicht lange drum herum und fangen direkt mit dieser lieben und freundlichen Trainerin an. Auf geht's in den Kampf gegen Pokémon-Züchter Norine und die setzt Emolga ein. Das ist Level 41. Wir kämpfen mit Julian. Das ist natürlich ein Problem gegen Elektrotypen hat, so muss ich leider Gottes doch gleich mal zurückrufen. Was ein Glück, haben wir ja noch nicht Frederik, sondern unsere liebe Tarnung. Lichtschild erhöht die Spezialverteidigung von Emolga etwas. Machen wir erstmal Nachhieb. Und Emolga besiegt. 1182 Erfahrungspunkte. Zorak erreicht Level 48 und Julian erreicht ebenfalls Level 48. Altaria wird eingesetzt. Nochmal Nachthieb. Übrigens eins der wenigen Pokémon, das nur 600.000 Erfahrungspunkte bis Level 100 braucht. Und es ist gar nicht mal so ein schwaches Drachen-Pokémon. So, Nachthieb. Also wer definitiv schnell ein Pokémon auf Level 100 haben will, das auch zudem noch sehr stark ist, meine Empfehlung, Altaria. Bringt auch ziemlich viel E-Punkte, nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch E-Punkte. Jetzt muss ich aber gerade mal hier ein bisschen rotieren. Bewegen. So, Julian bekommt jetzt Münzamulett, während natürlich mein anderes Pokémon, mein liebes Igor, Glücksei bekommt. Doch zunächst erstmal eine Herausforderung vom Pokémon Ranger Hero. Schwalkwapp, Level 42. Das überhaupt gar nicht wie ein Wasser-Pokémon aussieht. Und erstmal Schlitzer. Ein Regentanz und so setzt ein kleiner Platzregen ein und es fängt an zu regnen. Eieiei. Hydropumpe kann also Wassertempo, das liebe Schallquapp. Hätte ja auch mit nichts anderem gerechnet. Das nächste Pokémon, die Weiterentwicklung bestimmt. Nibrana. Poch, gleich mal mit Lehmbrühe. So, Schlitze. So, machen wir mal Vergeltung. Ich bring da so ein bisschen was. Na komm. KBM. Und das hat es tatsächlich gebracht. 2464 Erfahrungspunkte und Igor dadurch Level 44 KP. Gibt's mal 4 oben drauf. Schon wieder ein Hero. Ich glaube, wir hatten schon mal einen Hero. Eine Wildbierbeere. Da spare ich mir das Duschen. Oh. Oh, meine Damen und Herren. Und der Wieso-Kasse klingelt mal wieder. Ja, wirklich. Das ist super. Dann treffen wir uns doch vor dem Riesenrad in Raionus City, okay? Also, bis dann, Patrick. Ich freue mich schon drauf. Also, mach's gut. Cool, ich kann die treffen. Wurde ja auch mal Zeit nach den ganzen Telefonaten. Ey. So, ich weiß zwar nicht, was in diesem Wohnwagen hier drin ist, aber sieht ja ganz gemütlich aus. Es gibt hier gar nichts, aber einen Brief gibt es hier. So. Pokémon. Wir fliegen dann erstmal in die liebe Stadt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Nein, das ist Paneros City. Ich glaube, hier war es, ne? Ja, Tatsache. Und hier können wir ja auch dann das tolle Rad abgeben. Rad? Was für ein Rad will ich denn abgeben? Ich will natürlich den Wieso-Caster abgeben. Ach ja, komm, wir geben mein Fahrrad ab. So. Nein, Spaß beiseite. Wo ist sie denn? Bist du das? Nee. Hallo.
ist die denn? Sag mal, bin ich doof? Stimmt, irgendwo muss die doch sein. Die hat doch gesagt, wir treffen uns im Riesenrad. Bist du das? Warte, was? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ach, du bist Patrick. Entschuldige, habe ich mich wohl getäuscht. Ich dachte, du wirst jemand anders. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sabine. Ich bin richtig überrascht. Ich hatte mich dir irgendwie anders vorgestellt. Natürlich können wir ganz normal unterhalten. Patrick hat Sabine ihren Visumkasten übergeben. Sehr gut. Vielen Dank, Patrick. Tut mir leid, dass ich nicht früher die Zeit nehmen konnte, dass es dadurch so lange gedauert hat, bis ich ihn bei dir abholen konnte. Aber ich hatte immer viel Spaß, wenn wir uns unterhalten haben. Vielleicht habe ich mich ja unterbewusst auch deshalb so viel Zeit gelassen. Wer weiß. Ich würde mich freuen, wenn du auch in Zukunft hin und wieder Zeit für einen Plausch mit mir hättest. Wirklich? Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich hatte schon Angst, du könntest Nein sagen. Ja, ich kann doch gar nicht Nein sagen. Selbst... Ja. Ich befürchte, ich habe dich viel zu oft auf die Visokasse angerufen. Ein Arbeitskollege hat deswegen schon geschimpft. Wäre es also möglich, dass du dich bei mir meldest, Patrick? Ach ja. Ja, und sie hat ziemlich schlechten Empfang. Und weg ist sie. Halt, ich kann sie ins Riesenrad, oder? Nein, ich kann da nicht rein, aus irgendeinem Grund, der mir unbekannt ist. So, da wir jetzt schon hier sind, können wir auch gerade nochmal in die Einklangspassage gehen, mal gucken, was da so abgeht. Einklangspassage. Hallo. Was machst du, wenn du verliebt bist? Abbrechen. Wenn ihr verliebt seid, was macht ihr dann? Tut ihr wie ich dann abbrechen oder bevorzugt ihr lieber eine der beiden Antworten? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Ja, ich tue natürlich abbrechen. Ach ja, anwerben. Nee, ich hab doch schon Blumenjanus. Empfehlen. Ich möchte spazieren gehen. Einem netten Kassierer. Da, Bar Anaso. Asso, Asso. Nicht Asso, sondern Azzo. Was ein tolles Geschäft. 75 plus. Juhei. Und auch die Eingangspassage bekommt nochmal 75 dazu. Ey. Halt. Schirmdame. Anwerben. Ja, alles klar. Mach das mal. Ein Antiquitätenladen. Nein! Wie konntest du es dich wagen? Ah, da kommt sie ja wieder. Empfehlen. Ich will Beeren. Ja, wo ist denn mein Blumenjanus? Perfekter Laden für dich. Das muss gleich mal 200 plus gegeben. Super! Yay! Hatte Spaß beim Einkaufen. 75 Punkte dazu. Und für die Einklangspassage ebenfalls. Eieiei. Herrlich. So, was bist du? Ich befrage die Leute zum Thema mein Zimmer. Abbrechen. Nein, du darfst mich nicht befragen dazu. So. Was hast du denn so im Angebot? Ein Gutachten verhält dir den Inhalt. Sehr interessant. Naja. Wirklich nett von dir. Aber, nee, brauche ich nicht. Trotzdem danke.
So, Pokémon, dann fliegen wir mal wieder eine Runde. Und zwar zurück. Nein, Twin Drake. Oh, jetzt kann ich da. Kann ich zur Dorfbrücke fliegen? Nicht euer Ernst, oder jetzt muss ich von da aus losfahren. Heieiei. Ein ziemlich weiter Weg. Hey. Und ich hätte gedacht, man kann da also einfach hin, ne? Lässt nichts anbrennen, alles klar. Werbetrommel. Ich rühre die Werbetrommel ein bisschen. Rühr. Wie man die Schlagsahne auch schön schlagen muss, ne? Ja, und die muss man natürlich auch kühl halten, ansonsten kann man sie nämlich gar nicht schlagen. Ach, da gibt es immer wieder Leute, die verstehen das nicht. Man kann warme Schlagsahne schlagen, ganz sicher. Nicht. So, Dorfbrücke. Meine Güte, dann muss ich hier den halben Ewigkeit rumradeln. Eine wunderschöne Brücke. So. Und da sie so wunderschön war, fahren wir einfach komplett durch. Ich hab's ja fast geahnt. So eine Pokémon-Züchterin, ne? Déjà-vu in dieser Folge. Wir kämpfen gegen Pokémon-Züchter Norine. Emolga und Altaria, richtig. Diesmal kämpfen wir aber mit Igor. So, Surfer. Zugabe. Ja, bitte. Bitte. Wenn du meinst. Emolga, One-Hit-KO. Ein Altaria, Level 49. Schlitzer. Schatsch. Bodycheck. Soll mir gerade recht sein. Rückstoßschaden, der war jetzt aber nicht sonderlich hoch. Kann es Steinhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt so schnell weggeklickt, dass ich das gar nicht gesehen habe. Feuerodem. Was ein Glück ist, Altaria, oder hat mich Altaria dadurch nicht paralysiert. Meine Güte, ey, Igor erreicht ja hier schon gleich 45. Das geht flott. Das geht wirklich flott. Was sind jetzt schon wieder? Huch. Ja. Jetzt sag nicht, ich soll es einfangen. Okay, anscheinend soll ich es einfangen. Also, ich speichere mal kurz ab und dann sind wir gleich wieder da. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder und das ist schon Versuch 2. Haha. Denn der erste Versuch ist mal komplett in die Hose gegangen. Bodycheck von Frederik hat das liebe Viridium besiegt. Viridium. Warum sage ich Viridium? Viridium natürlich. Schlitzer. Vielleicht hätte ich gleich mit Surfer angreifen sollen. Und das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Machen wir nochmal. Santo-Klinge. Hell. Nächstes Pummern rufen. Ich versuch's nochmal mit Frederik. Holzgeweih. Und das ist ausgerechnet sehr effektiv auf Frederik. So, das war ein sehr, sehr kurzer Kampf mit Frederik. Hi, Rotoborf. Natürlich nicht. Finte. Redlichkeit. Wunderbar, Angriff steigt aus irgendeinem Grund. Boah! Alter! Rechte Hand, das hat erhöhte Priorität, deswegen durfte es auch anfangen. Redlichkeit ist eine echt böse Fähigkeit. So, als allererstes werfen wir dann mal einen Heilball. Wir haben eh nur einen. Na komm! Viridium, bleib drin! Ach!
Schade. Heimzahlung. Angriff erhöht. Nächstes Pokémon rufen. Wir haben noch 3 Pokémon im Spiel, darunter Rotomorph und natürlich unser Noah noch. Julian sollte gegen das Pflanzen-Pokémon ein bisschen durchhalten zumindest. Wir werfen mal einen Timerball. Wir werfen einen Timerball. Das wird noch gar nichts mit dem Timerball. Heimzahlung zieht durch die doch erhöhte Angriffswert jetzt ziemlich viel ab. Machen wir mal Hyperball. Heieiei. Julian wurde besiegt. So, jetzt wird's dann doch brenzlig. Unser letztes Pokémon ist Noah, das irgendwie vernünftig standhalten kann. Premierball. Auch diesen Ball mag Viridium nicht so sehr. Immerhin ist mal endlich eine Attacke nicht sehr effektiv von diesem Pokémon. Und so warte ich verzweifelt drauf, dass mal der Hyperball wackeln würde, aber das sieht absolut null danach aus. Noah wird nur noch eine Attacke überleben können, dann muss ich wohl einen Trank wohl oder übel spielen. Und das ist in der Tat nicht sehr gut. Gigasauger. Ist natürlich auch nicht das Optimum, denn dadurch erholt es sich. Und so wird die Lage nicht gerade einfacher für mich. Wir machen eine Mumu-Milch, eine Kumu-Milch. Alles klar. Es gibt 98 Kraftpunkte wieder dazu. Warum zum Teufel ist ausgerechnet diese Attacke sehr effektiv? Nispomon rufen ist Rotomorph. Ich habe nur noch Rotomorph. Ich weiß noch nicht mal, welcher Typ überhaupt diese Attacke sein könnte. Also Santo-Klinge. Auf Frederik und auf Noah sehr effektiv. Das könnte ein Typ Kampf natürlich sein. Das wäre natürlich sehr schlecht, weil dann 3 Pokémon hier echte Probleme bekämen. Ich belebe jetzt einfach mal Julian. Auf Rotomorph ist es schon mal normal. Ich muss irgendwie ein Pokémon langsam im Spiel halten, weil ansonsten bekomme ich dann doch ernsthafte Probleme hier. Gigasauger, ich denke, das sollte nicht reichen. Das tut es auch nicht. Das ist natürlich alles andere als optimal gerade. Na, wie viel KP hast du, Julian? Zu wenig! Nächst Pokémon rufen. Igor. Wir müssen mal Viridium wieder ein bisschen schwächen. Ja, und Gigasauger geht mächtig auf die Eier gerade. Viridium hat schon fast wieder volle KP. Das ist natürlich ungünstig, weil mein gesamtes Team fast K.O. ist. Bis auf Noah. So, dann auf geht's nochmal, Beleber. Ich plädiere jetzt mal einfach drauf, dass es nur noch Gigasauger hat. Wäre jedenfalls mal gut. Es scheint tatsächlich so zu sein. Das ist natürlich sehr effektiv! Noah K.O. Nächstes Pokémon rufen. Frederik überlebt Santo-Klinge nicht.
Alter, was soll ich denn zum Teufel machen, ey? Viridium ist echt stark. Vor allen Dingen, sein Movepool macht echt Probleme bei meinem gesamten Team. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich bin momentan eher ratlos. Es greift auch natürlich immer mit der richtigen Attacke an. Das ist absolut nicht gut. Gar nicht gut. Ich bin nur am Heilen im Moment. Mach doch mal irgendeine andere Attacke. Gigasauge, geht doch. So, dann machen wir mal wieder komisch. So, und halte ich wenigstens Julian schon mal im Spiel. Und gleich nochmal Kumumilch hinterher. Mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn es permanent rechte Hand einsetzen würde. Aber nein, es greift immer mit derselben Attacke an. Und ich merke schon, Kumumilch, ja, irgendwann muss ich doch einen Übertrank einsetzen. Endlich greift es mal mit rechter Hand an und jetzt kann ich mal seit langem mal wieder einen Ball werfen. Der Kampf dauert schon ziemlich lange. Ich versuch's mal mit Timerball. Ja. 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 Ich habe echt Angst, dass Julian irgendwie einen Volltreffer landen könnte. Deswegen will ich erst gar nicht versuchen, hier irgendwie mit einer Attacke von Julian anzugreifen. Ja, und Viridium macht hier seinen Namen echt alle Ehre. Julian besiegt. Nächstes Pokémon. Wir haben noch Igor zur Verfügung. Was zum Teufel ist diese Santo-Klinge überhaupt für ein Typ? Mann, ich verstehe es echt nicht. Frederik sehr effektiv. Julian. Normal. Noah sehr effektiv. Scheint wohl nur noch das einzusetzen. Und Igor überlebt die Attacke nicht. Es ist suboptimal. Sehr suboptimal. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. So allmählich gehen mir auch... Yes, endlich. So allmählich gehen mir auch die Züge aus, wollte ich gerade sagen. Aber solange es mit rechter Hand angreift, kein Problem für mich. Dann können wir nochmal Überball einsetzen. Viridium befreit sich. Nochmal Hyperball, komm! Das ist echt zum Kotzen! Nein! Nächstes Pokémon rufen. Kampfunfähig. Huch. Was zum Teufel war das gerade? Ich weiß nicht, was das jetzt bedeuten sollte. Das ist denkbar schlecht. Tja, tja, jetzt? Könnte Käfertyp sein. Nee, dann wäre es ja gar nicht effektiv bei Noah. Vielleicht hat es auch keinen Gigasauger mehr. Das wäre natürlich auch toll. Versuchen wir es nochmal mit Igor.
Das ist echt zum Kotzen gerade, ne? Boah, ich bin echt sprachlos gerade im Moment. Greif an! Warum kannst du denn noch Gigasauge? Alter, was soll denn das für ein Rotz? Viridium hat volle KP. Ne, ich habe kein Team-Pokémon, was volle KP hat. Alter, das Pokémon gibt's mir echt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll! Das ist der letzte Beleber, den ich jetzt spiele. Das habe ich beschlossen. Was soll ich denn machen? Gigasauger. Ist nicht sehr effektiv. So. KP, AB, Erholung, Kungumisch. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Woher wusste ich's? Und wieder Kungumisch. Das macht Spaß, mit dieser Attacke anscheinend anzugreifen, ne? Ich habe aber leider noch ein paar Kungumisch, du blödes Ding. Komm. Kann ja wohl nicht wahr sein. Als hätte es meine Rufe erhört. Es greift immer wieder mit derselben Attacke an. Wahrscheinlich ist die Spezialfähigkeit dieser Attacke, dass die AP nicht alle gehen können. Das würde mich jedenfalls nicht wundern. So. Hat es jedenfalls ein paar Mal. Also hat auch schon bestimmt so 20 Mal eingesetzt. Machen wir mal nochmal Hyperdrank. Ach. Kannst ja auch mit Gigasauger angreifen. Weißt du was? Du pisst mich an, Luftschnitt. Wir können das Spiel auch anders da machen. Perfekt. So, Bälle. Timer Ball. So, niedrigere KP wird es in dem Kampf kaum kriegen. Warum? Ja, rechte Hand. Nochmal. Timerball! Ja? Hoffnungslos. Jetzt! Jetzt! Yeah. Bleib drin! Ja! 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 Nein! Nein! Santo-Klinge. Scheiße. Oh nein. Nein. Nein, es war so knapp. Es war so knapp. Weißt du was? Ich riskier's. Überfall. Woher wusste ich's? Rechte Hand, ja! Noch ein Versuch! Komm! Jesus, Mann, was kann... Irgendwie habe ich das Gefühl, es hat nicht mehr viel AP. Und dem lieg ich auch nicht falsch. Oh Mann, es war so scheiße knapp. Überball. Ich schüttel mit dem Kopf. Es setzt wirklich nur noch rechte Hand ein. Sollte der Verzweifler kommen, bekomme ich Probleme. Also es muss definitiv in einem dieser Überbälle drin bleiben. Ja. Nein. So, das ist jetzt wirklich nur noch ein Zeitspiel. Entweder ich pack's irgendwie mit einem Hyperball oder halt eben nicht.
bräuchte ein paar Züge noch. Nicht mehr viele. So 5 Züge bräuchte ich noch. Dann denke ich, könnte es eventuell drin bleiben. Es kann nur noch rechte Hand. Es kann also mein Team nicht mehr weiter schwächen. Aber Viridium befreit sich dauernd. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Bleib in diesem Ball! Höre mich! Ja, 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 yes! Und da ist es drin! Eine göttliche Ansprache zu Viridium hat geholfen. Die Wiese, meine Damen und Herren, sie hat mich fast dazu gebracht, es abzufackeln, diese wunderhübsche Wiese. Legenden zufolge täuschte es seine Gegner mit flinken Bewegungen und beschützte so die Pokémon. Ja. Wie nenne ich wohl eine Wiese? Ich nenne sie... Natürlich... nach... dem lieben... Tim Wiese. Unser Team Wiese ist im Team... Herzlichen Glückwunsch... vom Team Team Wiese. Nein, Tim Team Wiese. Meine Güte, was ein Zungenbrecher. Viridium ist gefangen und das nach einer wirklich spannenden Folge Pokémon Schwarz 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe schon fast gedacht, ich müsste den Meisterball werfen. Aber was für ein Glück. Es hat sich durch meine göttliche Ansprache doch noch dazu entschlossen, in diesen Ball zu gehen. Das muss ich öfters machen. Eindeutig. Ich muss öfters solche göttlichen Eingebungen haben. Wenn euch meine göttlichen Eingebungen gefallen haben, liken und favorisieren natürlich nicht vergessen. Hier an der Stelle ist Schluss. Ich sage bis dann. Servus und ciao.